7 serving 10. Oh. Wer schon Angst hatte, die dritte Liga produziert keine Nasenblutmomente mehr, keine Sorge, denn solange Spontan auch weiterhin keine Bundesliga Nasenblutmomente mehr produziert, ist das hier weiterhin eure Topquelle für Highlights dieser Art. Den Anfang macht Jan Liebscher aus Margretwitz, den unsere Annahme scheinbar aus den Latschen gehauen hat. Whee! Mein persönliches Highlight ist jedoch, dass er sich trotz fehlendem Schuh noch den Killblock abgestaubt hat, der jedoch leider nicht gezählt hat. Weiter geht's mit den Jungs aus Delitzsch, die in diesem und auch im nächsten Video einige Momente dabei haben und mir sogar Videos von sich selbst geschickt haben. Danke erstmal dafür. Den Anfang hier macht Erik Werner mit einem Yeet des Jahrhunderts. Weiter geht's mit demselben Spiel wie gegen Delitzsch, aber diesmal war keiner von den Spielern dabei, sondern der Schreiber. Der dachte sich nämlich, Auszeit, die 30 Sekunden nutze ich für eine kleine Pipi-Pause, hat dann doch ein bisschen länger gedauert. Wasser lassen muss doch jeder mal, also kein Problem. Machen wir weiter mit dem nächsten Clip, in dem der Luis kurz mal das GPS-Signal verloren hat. Walla walla, ich mach genau so und noch schlimmer. Dachte sich der Mittelblocker von Delitzsch, den ich hier namentlich nicht nennen werde, Berusche. Und das gleich zweimal. Wow! Let's do that again! Weiter geht's mit den Jungs vom ASV Dachau, aber der Aufschlag vom Jere war auch sehr, sehr schnell unterwegs. Mission failed. We'll get them next time. Unangenehm. Weiter geht's mit zwei Clips vom Luis. Einmal hat er seine Finger ins Butterfass getaucht. Und beim zweiten Mal gegen Margretwitz weiß ich nicht genau, was da sein Plan war bei dem Freeball. Normal spielt er den gerne direkt auf die 4, aber diesmal hat er was anderes im Sinn. Super. Zurück nach Dachau, denn in diesem Clip hat es Levin mit seinem Hechtbagger ausschauen lassen, als hätte Chrysler den Ankle Breaker des Jahrhunderts kassiert. Zurück zum Spiel MTV gegen Delitzsch. Ja, ich weiß, da gab es wirklich viele Nasenblutmomente. Bei dem weiß ich nicht ganz, ob das Timing nicht gepasst hat, Zuspiel nicht gepasst hat, aber die Reaktionen sind sehr, sehr geil. Unangenehm. Apropos geile Reaktionen, dieser Clip fällt übrigens in die Kategorie, wenn der Mittelblocker denkt, er wäre ein Zuspieler. Kleiner Disclaimer, no volleyball was harmed while filming this video. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.